Sehr geehrte Damen und Herren, der 19. Mai ist der zentrale Gedenktag des Genozids an den Griechinnen und Griechen aus Pontos. Pontos, eine Provinz an der Schwarzmeerküste der heutigen Türkei und dennoch die Heimat tausender Griechen. Eine Heimat, die längst von vergangener Zeit zeugt. Verlassene Dörfer und verwaiste Kapellen erinnern an die einst kosmopolitische Gemeinschaft. Ein gesamtes Volk wurde nahezu vernichtet. Nur wenige haben überlebt, noch weniger konnten nach Griechenland fliehen. Seitdem ist Pontos ein Ort, der schonungslos zeigt, was ein Völkermord bedeutet. Genozid bedeutet, wenn tausende Kinder sterben, verschleppt oder Mutterseelen allein überleben. Wenn Menschen am Hungertod leiden und an keinem einzigen Ort mehr Schutz finden. Wenn ihnen ihre Identität geraubt wird, dann ist die Wahrheit der Krieg. Menschen, die aus Angst um ihr Leben ihre Heimat verlassen. In Sicherheit zu leben. Gerade in diesen Tagen wissen wir, was für ein Privileg das ist. Wer den Genozid gegen die Pontos-Griechen verstehen will, der muss in die Geschichte der Türkei schauen und sich auch der Vergangenheit Deutschlands stellen. 1923 gründete Mustafa Kemal Pascha offiziell die Republik Türkei, den Nachfolgestaat des multiethnischen Osmanischen Reiches. Ein Land, das durch die thematische Auslöschung christlicher Volksgruppen emporstieg. Das Deutsche Kaiserreich war hierbei Verbündeter und Waffenbruder und gilt somit schließlich als Mitverantwortlicher. Das Ausmaß des Völkermords war bekannt. Die Welt hat damals zugesehen und nicht gehandelt. Was vor den Augen der Welt geschah, ist ein brutales Massaker an Unschuldigen. Wenn die Gemeinschaft den Genozid aber nicht verhindert hat, stehen wir umso mehr in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit geschaffen wird, dass dieses Urverbrechen aller Verbrechen aufgeklärt wird. Nie wieder! Das heißt, hinter der Zahl von 353.000 jedes einzelne Menschenleben zu sehen. Es heißt auch, Generationen, die keine Zeitzeugen mehr treffen werden, Gedenken an Orten wie diesem greifbar zu machen. Und es bedeutet, in einer Welt voller Konflikte die Worte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, ihr müsst Menschen sein, nichts weiter, zu begreifen. Mit schwerem Herzen sind wir hier heute versammelt und schauen in den Abgrund dieses düsteren Kapitels unserer Geschichte. Wie Überlebende und wir Nachfahren mit diesem schrecklichen Trauma umgehen, spürt man. Die Traumata von damals sitzen so tief, dass sie vererbt werden, über Generationen hinweg. Wir tragen alle diese Geschichte in uns. Wir, die antiken Griechen aus Pontos, sind dennoch kein Exponat in Museen. Wir sind eine lebendige Gesellschaft, die weiterhin existiert und auch neue Dinge hervorbringt. Über 100 Jahre später stehen wir hier in Deutschland an einem Mahnmal. Die Geschichte erinnert uns daran, was Menschen einander antun können. Und sie erinnert uns daran, dass wir Verantwortung tragen für unser Handeln wie für unser Nichthandeln. Mahnmale sind Orte zum Gedenken, Orte der Begegnung und Orte des Verstehens. An kaum einem Ort der Welt spürt man so sehr, wie verletzlich unsere Menschlichkeit ist. Das Schweigen der anderen motiviert uns, darüber zu reden. Wir dürfen nicht in Vergessenheit geraten und müssen für den Erhalt unserer Kultur kämpfen. Wir müssen das Bewusstsein der Öffentlichkeit schärfen. Für uns, die wir Verantwortung tragen, bedeutet es eben auch, dann weiterzumachen, wenn der Erfolg in weiter Ferne scheint. Unsere Vorfahren baten uns, ihre Geschichten und die Geschichten der Pontos-Griechen in die Welt zu tragen, damit auch diejenigen, die noch daran hadern, das Geschehene endlich als Verbrechen bezeichnen. Die meisten von uns haben Überlebende getroffen, die Unvorstellbares durchlitten haben. Dass sie die Kraft aufbringen konnten, um weiterzuleben, ist ein kleines Wunder. Für die Opfer sollte die Anerkennung ihrer Folgen daher selbstverständlich sein und nicht bitter erkämpft werden. Vielen Dank, dass ihr uns heute willkommen geheißen habt. Vielen Dank allen Beteiligten, die all das mit ihrer wichtigen Arbeit ermöglichen. Danke, dass ihr unsere Geschichte wachhaltet. Wir machen weiter, denn es ist unsere Verantwortung, gemeinsam aus der Erinnerung heraus unsere Zukunft zu gestalten und weitere Genozide zu verhindern.